Kapitel 10 Angst vor mir selbst. Rondos Sicht. Auf der Lichtung bot sich uns ein Anblick dar, welcher wohl keiner von uns erwartet hätte. Mira war eingeklemmt in einer ekelerregenden Schnappfalle eines Jägers. Doch der Jäger selber schien nicht mehr sonderlich aktionsbereit, um es schonend auszudrücken. Rubin stand seinem leblosen Körper geistesabwesend gegenüber. Wen und Jason wirkten beide schockiert von diesem Anblick. Auch Era wirkte überrascht, jedoch weniger im negativen Sinne. So gerne würde ich sie einfach aus diesem Team werfen, doch die Zeit hatte es nicht zugelassen. In Miras Augen spiegelte sich eher Angst als alles andere. Es brachte mich ins Grübeln. Was genau war hier vorgefallen? Es sah Rubin trotz allem wahrlich nicht ähnlich zu töten. Schon gar nicht auf so eine grausame und scheinbar beabsichtigte Weise. Nun beabsichtigt zumindest im Sinne, dass man niemanden in einem Unfall so zurichten könnte. Doch dass Rubin dem Jäger gegenüber wahrlich die volle Kontrolle über sich selbst gehabt hatte, ehrlich gesagt bezweifelte ich es stark. Noch einmal bestätigen, tat sich diese Annahme im Moment, als Rubin mental wieder zu uns stoßen zu schien. Und bereits nach wenigen Sekunden floh er. Alles okay bei der Mira? Was ist passiert? Immer noch wirkte sie etwas im Schock, auch wenn ich mir durchaus vorstellen könnte, dass dieser zumindest zum Teil auch von der Begegnung mit dem Jäger stammte. Ich war in diese Falle getreten. Ich habe noch nie so etwas wie sie gesehen, deshalb war ich nicht vorbereitet. Und dann habe ich diesen Kerl gesehen, diesen Menschen, und ich habe ihn erkannt. Ihn erkannt? Diese Wendung der Dinge hatte ich doch nicht erwartet. Doch was genau sie meinen könnte, ahnte ich bereits in dem Moment, in welchem sie die Worte aussprach. Er war einer der beiden, die damals bei mir zu Hause einfielen, und... Und was? Gibt es etwas, über das ich nicht Bescheid weiß? Jason antwortete, noch bevor Mira überhaupt eine Chance dazu hatte. Menschen haben mir ihre Familie genommen, als sie jünger war. Und das war wohl einer der beiden Schuldigen. Als Antwort auf diese Erklärung nickte sie bloß. Und was ist mit Rubin? Mein Interesse hierüber war in diesem Moment doch stärker, als mein Verlangen, Empathie zu zeigen. Er ist auf einmal hier aufgetaucht. Er hat den Menschen angegriffen. Und als der dann eine Waffe herausgeholt hat, ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er war auf einmal gar nicht mehr zurückhaltend, anders als ich es von ihm gewohnt bin. Er war nicht vorsichtig oder strategisch. Er hat einfach angegriffen und nicht abgelassen, bis er sicher war, dass der Jäger tot war. Eine meiner alten Vermutungen kam wieder in mir hoch. Aber auch das Team und die Moral waren gerade wichtig. Deshalb musste ich schnell einen Plan machen. Jason, Vin, Era. Ihr drei helft Mira aus der Falle heraus. Wartet dann hier oder sucht nach Kräutern, falls du verwundet bist, Mira. Ich gehe Rubin suchen. Auf Zustimmung wollte ich gar nicht warten. Alleine durch den Fakt, dass Era anwesend war. Ich schlug direkt eine Richtung ein. Die Richtung, der auch mein alter Freund bereits gefolgt war. Ich ahnte bereits, wie er sich derzeit fühlte und was er dachte. Aber ich wusste bereits genau, wie ich ihn wieder aufheitern könnte. Rubins Sicht. Ich rannte, bis ich einen Cliff am Rande des Kontinentes erreichte, bevor ich wieder stoppte. Immer noch drehte sich die Welt, dieses Mal jedoch vor allem aufgrund meiner unnatürlichen Verausgabung. Was nun? Was sollte ich tun? Wenn ich mich so schlecht unter Kontrolle hätte, würden dann meine eigenen Freunde sicher vor mir sein. Wie sollten sie es sein? Wie konnte ich wissen, dass ich nicht einfach irgendwann durchdrehen würde? Ich kannte einfach keine Antworten, aber
Gleichzeitig wusste ich auch, dass ich sie nicht so schnell finden würde. Trotzdem brauchte ich jetzt wirklich einige Minuten für mich. Allerdings endeten diese Minuten sehr schnell. Ich hatte mir bereits gedacht, dass irgendjemand sich wohl aufmachen würde, um mir zu folgen, und dass es Rondo war, machte wohl durchaus Sinn. Hier bist du also, Rubin. Mira hat uns bereits erzählt, was geschehen ist. Und warum bist du dann hier? Warum habt ihr euch nicht schon lange geeinigt, ohne mich weiterzureisen? Du glaubst selber nicht, dass wir das würden, Rubin. Vor allem nicht Mira. Oder ich. Ich weiß gut genug, dass es nicht deine Schuld ist. Diese Behauptung ließ mich aufhorchen. Du weißt es. Dass es nicht deine Schuld war, bin ich mir sicher. Beim Weshalb wanke ich noch zwischen den Theorien. Aber ich habe dir nun doch bereits von den Experimenten erzählt, mit denen ich stark in deiner Vergangenheit rechne. Nun, ich bin sehr überzeugt, dass du im Anblick der Waffe des Jägers einen Rückfall erlitten hast. Durch ein Messer. Was denkst du, wie viele davon ich gesehen habe, während ich auf Irelius lebte? Mehr als genug. Es macht keinen Sinn, dass dieses eine etwas auslöste. Die Musterung und Macharten der Messer hier sind besonders. Und wenn ich bedenke, dass wir uns auf diesem Kontinent zum ersten Mal trafen, ich vermute, dass genau diese Art der Klinge auch bei den Experimenten an dir eine Rolle spielte. Und deshalb ihr Anblick dich verrückt machte. Irgendwo hoffte ich wirklich, dass diese Theorie stimmte, denn wenn ja, dann würde ich niemanden gefährden, der nicht mein Feind war. Doch gleichzeitig warf es viele neue Fragen auf. Wir haben uns auf diesem Kontinent kennengelernt? Ja, damals als... Weißt du was, Rubin? Vielleicht ist es an der Zeit, dir die wichtigsten Dinge deiner Vergangenheit mitzuteilen. Ich glaube, es würde dir ohnehin nicht schaden, wenn du deinen Gedanken etwas anderem zuwenden könntest. Denn weißt du, hier begann der Krieg meinerseits gegen die Menschen. Auf Irelius fand beinahe nichts von ihm statt. Aber sowohl hier als auch dort warst du ein Begleiter an meiner Seite. Du hattest dich mir früh im Krieg angeschlossen. Du warst ein Freund und Helfer. Bis du mich damals nach Irelius gelockt hattest. In den Tempel im Untergrund. Weißt du, du hast mich damals verraten. Du hast dich auf meine Seite gestellt, um den Menschen zu helfen. Und am Ende warst du es, der mich versiegelte. Ich soll es gewesen sein. Ich hatte vor 100 Jahren Rondo versiegelt. Ich hatte für die Menschen gekämpft, ihnen den Krieg gewonnen. Ich hatte Rondo verraten und betrogen. Und trotzdem schwebt er nun mir gegenüber als Freund, trotz dass ich seine Pläne damals stoppte. Ich wusste schon damals, du warst gutherzig und von reiner Seele. Die Menschen hatten dich als ihre Waffe missbraucht. Doch letztlich, dieses Mal stehen wir beide auf einer Seite. Beide von uns sind nun für die Menschen und die Tiere. Es war nun genau der Fall eingetreten, den ich von Anfang an befürchtet hatte. Rondo hatte mir alles geklärt, mir alle Fragen beantwortet, die meine Vergangenheit betrafen und die er beantworten konnte. Und doch fühlte ich mich nicht schlauer. Also irgendwie schon, aber gleichzeitig nicht. Es war kompliziert, wieder einmal. Es durfte einfach nie einfach sein. Nun kennst du die ganze Wahrheit. Und den Grund, aus dem ich dich auf jeden Fall auf dieser Reise brauche. Auch wenn du vielleicht nicht verstehst, weshalb ich keinen Groll hege. Rubin, die Gruppe braucht dich. Sie sind noch alle auf der Lichtung. Komm wieder zu uns zurück. Kurz überlegte ich, wie ich nun handeln sollte. Wir sind ja ohnehin bereits am Meer. Dort, wo wir hinwollen. Ich brauche etwas Zeit für mich, aber ich werde hier warten. Sobald die anderen auch hier auftauchen,
Und wenn sie es nicht anders wollen, dann werde ich euch weiter begleiten. Das klingt vernünftig. Wenn Mira in der Lage ist, nochmal zu reisen, werden wir spätestens in einer Stunde hier sein. Ich würde sagen, wir schlagen dann ein Lager am Waldrand auf. Und du kannst dich zu uns gesellen. Okay, aber... bitte geh jetzt. Okay. Er antwortete nicht einmal mehr, sondern ließ mich mit sofortiger Wirkung alleine. Er ließ Taten folgen und verschwand sofort. War ich wirklich so ungefährlich, wie Rondo es versuchte zu versprechen? Ich wusste es immer noch nicht. Aber trotzdem war ich entschlossen, solange mein Team nicht dagegen stimmte. Ich würde diese Reise mit ihnen beenden. Und was danach geschehen würde, würde ich dann sehen. Den gesamten Sonnenuntergang verbrachte ich so alleine am Cliff, mit dem Blick auf den Wellen, ihr leises Rauschen in meinen Ohren. Der orange glühende Horizont beruhigte meine kreisenden Gedanken zumindest ein wenig. Erst als die Sonne bereits im Meer versunken war, hörte ich, wie sich jemand näherte. Doch zu meiner Überraschung war es nicht Rondo, nicht Mira, auch nicht die gesamte Gruppe. Allein Jason kam zu mir. Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Seit unserem Streit hatten wir nicht ein Wort gewechselt, doch gleichzeitig konnte ich wahrlich nicht einschätzen, wie er auf diese Ereignisse reagieren würde. Rubin meine ich. Rondo hat also die Wahrheit gesagt. Natürlich, hat er uns auf dieser Reise bereits belogen. Definitionssache. Als er sagte, dass wir 6 Mitstreiter finden würden, vielleicht. Era wirkt zumindest nicht, als würde sie unter diese Kategorie fallen. Gut, das stimmt aber. Es war definitiv keine bewusste Lüge. Also, gibt es irgendetwas, wofür du mich brauchst? Ich möchte halt mal wieder mit dir reden. Gerade nach allem, was heute geschehen ist. Rondo hat uns bereits erklärt, was er denkt. Was sagst du selber denn dazu? Zu seiner Theorie mit meinen Flashbacks. Du müsstest doch am ehesten wissen. Ich kann dazu nichts sagen. Dazu fehlen mir die Erinnerungen. Nach allem, was er mir erzählt hat und nach dem, was passiert ist, weiß ich noch weniger, wer ich wirklich bin als vorher. Ich weiß nicht, woher ich komme, wofür ich stehe, weshalb ich handle, wie ich es tue. Trotz unserer Konfrontation zeigte sich, dass Jason mich wohl doch besser kannte, als es damals schien. Er hat dir etwas über deine Vergangenheit erzählt, oder? Er hat mir fast alles offengelegt. Angeblich war ich selber derjenige, der ihn vor 100 Jahren versiegelt hat. Weil ich ihn verraten hatte, das hat er gesagt. Und dass die Menschen mich durch Experimente verändert und als Waffe missbraucht hätten. Schwachsinn! Gerade als ich gedacht hätte, dass ich dieses Mal offen mit meinem ehemals besten Freund reden könnte, begann er wieder an mir zu zweifeln. Menschen würden niemals an Tieren experimentieren, um sie als Waffe zu nutzen. So etwas Lächerliches habe ich noch nie gehört. Diese ganze 100-Jahre-Geschichte ist irre genug. Diesen Teil hatte Rondo uns aber auch gekonnt verschwiegen. Und was genau ist daran in deinen Augen so unrealistisch? Es würde so viel Sinn machen, so vieles erklären. Nichts an alledem ist unlogisch. Hast du auf Irelius jemals einen Menschen Tierversuche durchführen sehen? Viele von ihnen sind verständnis- und verstandslos, aber sie sind nicht herzlos. Sind sie nicht? Und was ist dann mit denen, die Mira ihre Familie genommen haben? Sie haben getan, was sie für das Richtige hielten, wie alle Menschen. Dass du eines Tages anfangen würdest, deine Spezies zu verteidigen. Weshalb das auf einmal? Du hast sie doch immer alle für irre gehalten. Ich erinnere mich noch gut daran, kurz nach unserer ersten Begegnung. Damals hast du mir selber gesagt, kümmere dich nicht um die anderen Dorfbewohner. Sie sind alle durchgeknallt und auf das Gesetz versessen. Und dazu stehe ich bis heute, aber herzlos sind Menschen nicht. Und letztlich bin ich eben einer von ihnen. Deswegen höre ich mir jetzt auch nicht an, wie du hier über sie redest. Wenn wir nicht auf diese Reise gegangen wären, wäre ich selber noch einer von ihnen. Beschwer du dich jetzt ja nicht über diese Reise, Jason. Ohne deine übermäßige Neugier wären wir jetzt nicht hier. Rondo wäre nie befreit worden.
und die Sonne würde erlöschen, genau wie sie es wird, wenn du so eine Schau stellst. Du solltest mal unsere Gruppe anführen. Aber anscheinend hat Rondo da ähnlich gut entschieden wie bei Erra. Wieder sollte es enden wie letztes Mal. Ich hatte gehofft, dass wir uns vielleicht endlich vertragen würden, doch nein. Es wurde alles nur noch schlimmer. Geh einfach. Du verstehst mich sowieso nicht. Du hast keine Ahnung, was ich alles durchmachen muss. Du weißt einfach nicht, wie es sich anfühlt, Angst vor sich selber haben zu müssen.